Ja, ich möchte euch gerne mal erzählen, was ich am Wochenende so ersteigert habe, beziehungsweise nicht ersteigert, sondern über eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Und zwar wollte ich schon immer meine Bandsäge haben und dort war eine drin, die hat mir gut gefallen. Das ist ein schönes, altes, grünes Eisenstück und ich möchte euch mal gerne zeigen, dass man auch Glück haben kann, wenn man über eBay Kleinanzeigen sich ein bisschen mit Geduld sich mal die Anzeigen da durchliest und ja, und dann auch irgendwann mal zuschlägt. Weil zu lange gucken bringt auch nicht viel. Ich habe eine Bandsäge gekauft und zwar von Elektra Beckum. Und zwar ist das die BAS 450 DMB, Baujahr 92. Und wie ihr seht, ist an dem guten Stück nichts dran. Es ist nicht eine Macke dran. Das Gerät läuft über Drehstrom, hat 1,5 kW, also 1500 Watt. Und ist mit einem Motorschutzschalter hier ausgestattet, der auch neu ist. Dann hat die Säge auch einen großen Arbeitstisch von 50 x 60 cm. Dort ist ein Anschlagwinkel bei gewesen. Und wenn wir mal unten reingucken, wo die Bänder, Sägerollen drin sind, dann seht ihr, dass man da nicht meckern kann. Ich kann 4 Geschwindigkeiten einstellen. Das sieht alles aus wie gerade aus dem Laden. Hier an diesem Stellrad kann ich die Kahlriemen lösen und dementsprechend dann die Geschwindigkeiten verstellen. Und oben in dem oberen Bandsägerad, da seht ihr in dem Kasten auch eigentlich, wie gut erhalten diese Maschine ist. An diesem Rad kann ich zum Beispiel die Höhe einstellen. Da löst man hier die Schraube und dann kann ich hier das runterdrehen auf gewünschte Höhe oder auch nach oben drehen. Hier ist eine Schnitthöhe von 30 cm gegeben. Hier hinten an dem Stellrad kann ich vorne das Bandsägerad dementsprechend in der Neigung verstellen, so dass dann oben das Band dann auch dementsprechend in der Mitte läuft. Und hier oben die Einstellschraube, die ist zum Spannen des Bandes. Ja, das ist die Führung. Das ist so eine Präzisions-3-Rollen-Führung. Da ist nichts dran auszusetzen, ist alles leichtgängig. Man kann da schnell einstellen. Und diese Säge hat auch unten noch eine Bandführung. Den Tisch, den kann man auf 45 Grad neigen und auf die negative Seite um 10 Grad. Also wie ihr seht, habe ich da wirklich Glück gehabt. Und hier hinten den Absauganlagenverteiler, den hatte ich ja letzte Woche gebaut. Und Grund war eigentlich, dass ich die Bandsäge direkt mit an meiner Absauganlage dran machen kann, ohne dass ich da irgendwie viel rumfummeln muss. Und somit kann ich jetzt direkt hier den Schieber aufmachen, hier eben auf den Knopf drücken und kann sofort loslegen. Und die Absauganlage ist dann direkt an. Ich wollte gerne eine Elektra Beckum haben, weil ich finde so alt und grün, das ist noch Qualität. Bei den heutigen Sägen, da haben wir keinen vernünftigen Rahmen hier und das ist hier richtig noch richtig Eisen und da verzieht sich nichts. Da können wir ruhig mal ein bisschen, da sind gute Kräfte
die verteilt werden und aufgenommen werden. Und ich bin überglücklich, dass ich eigentlich eine nagelneue Maschine für einen günstigen Kurs bekommen habe. Das Einzige, was an dieser Maschine fehlt, ist der einstellbare Anschlagwinkel. Aber da konnte ich eigentlich ganz gut mit leben. Zumal ich auch bei der ganzen Geschichte jetzt hier noch diverse Bänder mit beibekommen habe. Und selbst eine Schleifanlage ist mit dabei, die Schleifeinrichtung. Und noch zwei Schleifbänder. Dann habe ich diverse Bänder mit dabei bekommen. Dicke, dünne Metallsägebänder und Kurvensägebänder. Hier dieses 6 mm breit. Und grober Zahn. Und also wirklich richtig klasse. Ich habe noch lose Bänder dabei gekriegt. Also von daher bin ich überglücklich, dass ich diese Maschine oder dass ich mich für diese Maschine auch entschieden habe. Ja, das ist meine neueste Errungenschaft und die wollte ich eigentlich mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich auch abonnieren und würde mal sagen, es warten noch einige Projekte und bleibt dran. Danke, tschüss.